In der schönen Winterkälte mag ich mal ein Denken einlesen von welchen, deren lichtes Denken bestraft wurde, von welchen, die noch in der Finsternis steckten. Wie es auch im Johannesevangelium kam und in etwa, und das Licht ist zu den Menschen gekommen und die Finsternis gekommen und die Finsternis hat es nicht belegt. Hat das Leuchten, das Scheinen wenig einsät. Hat das Leuchten grausam ermordet. Alles Buch Giordano Bruno, Tuis den Italieners, ist über die Ursache, das Prinzip und das Eine. Der Dialog von dem Buch beginnt so. Wie Gefangene, die sich an die Dunkelheit ihres Verlieses gewöhnt haben, befreit aus einem finsteren Turm ins Licht des Tages treten, so werden viele, die in die geltende Schulphilosophie eingeübt sind und auch etliche andere erschrecken, sich wundern und, weil sie die neue Sonne deiner hellen Gedanken nicht ertragen können, sich empören. Doch nicht das Licht ist schuld daran, sondern fehlende Sehkraft. Je schöner und je strahlender die Sonne selbst ist, desto mehr wird sie den Augen der nachtgewohnten Eulen unliebsam, ja verhasst erscheinen.